Hier sind wieder eure Microwavers. Wer auch anders, wir spielen eine Runde 7 Days to Die. Bei mir unser Dauergast bei 7 Days to Die vom Kanal, der Zini. Eben jener gleichnamige Kamerad, der Zini. Einen zeniastischen guten Tag. Ansonsten noch meine alten Haudigen, der Lupus Nox. Hallo zusammen. Und der Baldur Askason. Hallo. Skabuski! Skabuski! Go, go, go! Oh, komm schon, so langsam muss das doch für gelbe Werkzeuge reichen. Komm, Mann, ich will coole Werkzeuge! Ah! Ah! Ha! Mal einfach mal über alles drüber. Was? Man hat gerade gar nichts mehr gehört, nur deine Schreierei. Hä? Was? Das war alles, also war alles wie immer. Das ist dann quasi ein Sound-Overlay. Der war so schlecht, dass er schon wieder gut war. Ja, das habe ich schon wieder mal versehen. Zumindest hat er sich in meinem Kopf gut angehört. Ja, das tut vieles wahrscheinlich. Außer deine Stimme, Lupus. Außer deine Stimme. Kann das Alter, sein, dass kannst du mal... Zini, kann das sein, dass wir hier Synchronschießen machen irgendwie? Ja, und beide nicht treffen, oder? Ja, das glaube ich auch. Der eine schießt links vorbei, der andere rechts vorbei. Ja. Jungs, ich bin stolz auf euch. Ah, jetzt aber beim ersten Schuss. Potatoes! Ja, Leute, treffen! 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 Ja, weißt du, du stehst... Alter, jetzt läuft er, dann bleibt er genau so stehen, dass du direkt hinterm Zombie stehst, ey. Oh, ja. Baldur. Ja. Oh, Baldur. Komm du mir nach Hause. Komm du mir mal nach Hause, da kriegst du einen Clawhammer in den Kopf. Hey, was kann ich dafür, dass die nichts können? Du bist für die verantwortlich. Ja, genau. Das habe ich dir doch gesagt zwischen den Folgen. Wenn du mit dem Kindergarten einen Ausflug machst, dann musst du aufpassen, dass dem Kinderchen nichts passiert. Ja. So hörst du mir zu, Mensch noch eins, du. Ich hab da irgend so ein Rauschen im Ohr, ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Weiß auch nicht. Muss irgendwie am Headset liegen. Das ist der Sound der Geister. Ja, man könnte eigentlich mal gucken, ob da wieder was gespawnt ist. Oh hi, kidei des ne? Obwohl, ich glaub's nicht erst so Tag 9. Skaboom! Ja, Zombies sind ja auch gespawnt. Oshigara, kidei des ne? Da 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 da. Oh, noch 15 Punkte kommen schon. Hey. Schneller sein. Der Müll ist mal wieder richtig respawned, das ist doch schon mal gut. Das sieht gut aus. Weil es war nämlich in Working Stiff Tools. Mit ein bisschen Glück haben wir nämlich gute Sachen gefunden. Hey. Schauen wir doch mal. Schauen wir mal. Vielleicht noch mal. Hoppala. Ja, die sind alle untouched. Sehr schön. Ein so, Iron Sledgehammer. Was haben wir hier? Sehr schön, sehr schön. Übrigens, die Sache mich aufmachen lassen am besten. Wegen meinem Skill-Tool. Ah, okay. Ja, dann machen wir den... Ist jetzt größtenteils zu spät. Ja, ja, hättest du vorher sagen sollen. Ja, ich habe gedacht, ich muss es nicht nochmal erwähnen. Hallo, als würden wir uns das merken. Ja, mal ehrlich. Ey, weißt du was, Zinni? Komm mal her. Was? Komm mal her. Komm mal her. Dafür mach ich dich jetzt einen Kopf kürzer. Jetzt gibt's aufs Maul. Wow. Ich hab das Blutspritzen sehen. Er hat gekämpft. Das war aber nicht mein ja. Ah, doch, das, Ja, doch. Quali? Er kann mich nur nicht fein verletzen. Nur ist gut. Quatsch. Gelb. Gut. Gut. Mal spontane Frage: Was ist das da oben eigentlich? Ein Haus. Nein, da drüber. Ein Grasblock. Interessant. So, ja. Denk dran, mich die Kisten auflasten machen. Auflasten machen. Was machst denn du da? Ja, dann geh doch mal da rein. Mach auf. Nun geh. Ach so.
Ach, wenn die Leute die mitten im Weg stehen. Du musst das nächste Mal übertragen, ich dir die Verantwortung, das geht doch so nicht. So. Ja, Baldo kann halt nichts. Aber das kann er verdammt gut. Ja. Das muss ich jetzt nochmal ehrlich zugeben. Ja. Auch gut. Ah, jetzt sieht hier wieder aus wie ein Schweizer Käse mit Brechreiz. Wer will das Set in Concrete lernen? Mir wurscht, mach du mal. Na, dann lese ich es gut. So, aber dann bräuchte ich jetzt jemanden, der mich hier ein bisschen entlastet. Sini, komm mal. Komm mal hier. So. Aufheben. Na, so viel habe ich auch noch Platz. Aufheben. Wie viel Platz hast du dann noch? Noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gib mir her, ich hab Platz. So. Oh, hier kommen irgendwo. Eins. So. Ich habe, glaube ich, einen AK-47 Receiver gefunden. Der ist noch nice. Hier sind Zombies auf der Rückseite. Ja, ja. Ja, die müssen erstmal hier reinkommen. Sehr schön. Sagt der und wurde vom Zombie. Ein gefressen. Rocket Launcher Receiver. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Sag mal, die Decke kommt aber nicht runter irgendwie, oder? Einfach so? Einfach so normalerweise nicht. So, ich kann jetzt Sword of Shotguns machen. Okay. Ich bräuchte nur mal jemanden, der Platz hat. Danke. Hinter dir, hinter dir! Oh, aha. Zu spät. Oh, fuck. Ja, der Stun-Effekt ist irgendwie scheiße, ey. Da verliert man irgendwie die Hälfte der Lebensenergie, bis man überhaupt mal wegkommt. Ja, das ist der Sinn und Zweck des Stun-Effekts. Ah, Kopf. Ja, nee, dann wäre mir eigentlich lieber, die Zombies würden mehr Schaden machen oder dafür keinen Stun-Effekt. Als wenn du einmal getroffen wirst und dann irgendwie schon so gleich tot bist. Ja gut, du hast doch nur vergessen, dass wir das Spiel schwerer eingestellt haben, ne? Das sieht schon irgendwie super lustig aus, wenn man damit rechnet, dass der Lupus weg ist, dann stirbt er und kommt unten aus dem Deckel wieder raus. Wow, die haben es gleich gesehen. Ich komme halt aus der Hölle, wo ich hingehöre, ne? Also ich meine, ja. Was erwartest du? Aus dem Loch, ne? Im Keller steht halt die Klone-E-Maschine. Geh zurück in das Loch, in das du gekrochen bist. Oh. Was, ich soll zurück in das Loch gehen, in das ich gekrochen bin? Ja, ich hab's gerade gemerkt. Entschuldigung. Hör auf mich auszulachen, ich bin sensibel. Hallo? Hallo. Hallo. Was gibt's da zu lachen? Ich bin sensibel, du Penner. Wir haben hier Besuch. Es wird immer lustiger. Gar nicht wenig. Heiß ihn willkommen und biete ihn Tee. Alter, wie viel hält denn der in die Brust aus? Was? Keine Ahnung, wenn Silikon drin ist. Einiges, ja, aber Männer mit Silikon sind eher selten in der Brust. Oh, fandet der das geil? Neumodisch wahrscheinlich. Wer weiß, wer weiß. Immer diese neumodische Scheiße da. Jeden Trend gleich mitmachen hier. Ist ja wohl. Ja, gar nicht. Oh oh. Ach, die ist mal an mir vorbeigerannt. Sehr schön. Was hier ein Scheißdreck drin ist. Weg. Weg. Boah, leck mich doch, komm her. Weg. Komm. Du, jetzt mit der Kettensäge. Das höre ich ja bis hier. Hol da hinten den Dicken mit der Kettensäge. Cini entwickelt einen gesunden sadistischen Enthusiasmus. Hey, den hinten mit der Kettensäge. Ja. Ja, jetzt weiß ich nicht, was schlimmer ist. Was spielst du denn für ein Instrument? Kettensäge. Das Cini das möchte oder das Baldo das macht. Santana Revival, Satan und Devil Synco. Und was spielst du noch? Kettensäge. Großartiger Sketch. Hip hop runter von dem Haus und lass das Metal gehen. Pago des Hardware schon. Zwei immer hier mal in den Nahkampf. Wieder Machete! Also, hier sind echt viele Zombies unterwegs. Mhm. Machete ist praktisch. Ja, vor allem wenn man ein Skill-Level von 13 hat.
So. Leute, ich brauche Platz. Ich habe nämlich noch jede Menge Material, das noch nicht geöffnet worden ist. Ja, ich habe ein bisschen Platz, habe ich noch. Wie viel hast du da noch? Keine Ahnung, sonst werfe ich mal was weg. Können wir ein paar Arrows so wie machen, empty Cans weg damit. Oh, warte mal nicht. Doch. Und dann hast du jede Menge Scrap Metal. Zu spät. Ich muss erstmal meine Sachen wieder anziehen, dann habe ich auch wieder ein bisschen Platz. Ja, mach das mal. So, jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr Platz. Okay. Zack. 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 Es kommt auf mich zugeflogen. Zack. Zack. Und zack. So. Da ist das noch super. Zwei habe ich noch. Da kommt einer. Sehr was? Schön. Wie? Achso, da kommt einer angekrochen. Bubus? Ja? Du wolltest ja hier unser Armor-Mensch werden. Akama. Aha, was hast du denn schönes gefunden? Leather Hood Schematics. Ja dann. Bitteschön, nicht da. Danke schön. Also. Dann gehen wir mal weiter Richtung Süde. Bist du sicher? So. Ich denke, wir sind alle voll. Ja, lohnt sich das dann gehen wir halt mal kurz zurück. Gerade sagen, dann lohnt sich doch das Weiterlauf nicht mehr. Ja, stimmt eigentlich. Ach, Mist, ich muss ja. Unterwegs mal noch einen Splint machen. Hab ja noch Aua. Oh. Wo bist du denn runtergefallen? Ein bisschen pusten. Nee, Crawler. Achso. Was soll ich pusten? Ich brauch echt eine halbe Stunde, um so einen verfickten Scrap Metal Block zu einem Betonblock aufzuwerten. Das ist so ätzend. Boah, das ist natürlich richtig scheiße, ja. Ja. Also, geh mal zurück, oder wie? Die Schmiede produziert den Concrete halt nicht schnell genug. Und ich brauche halt 10 Concrete-Mix für einen Aufwerten und fast 30, um die Scheiße zu reparieren. Ja, warum bauen wir nicht mehr Schmieden? Fehlt da irgendwas, oder? So viel bringt das im Endeffekt, glaube ich, nicht. Naja, dreimal so schnell. Was kostet eine Schmiede? 50 Steine, 40 Clay, du brauchst noch ein, wer ist die Kacke? Nein, was mach ich da? Oh, ja, wenn du nicht weißt. Wow. Leute, ich hab grad ein Maximum Shotgun-Stock gefunden. 600er. Wow! Er ist halt nur leider schon teilweise kaputt. Das aber ist trotzdem. Egal, wenn du eine Waffe einbaust und die Waffe reparierst, dann ist er ganz. Ja. Komm her, Dicker. Ja, ich habe jede Menge Sachen gefunden, also Waffenteile. Fick die Henne, das ist heftig. Ja. Das lohnt ist doch. Richtig, richtig heftig. Das lohnt doch. Und zwar auch Shotguns kann ich halt auch machen. Ich setz mich mal nachher dahin und guck mal da. Jetzt müssen wir nur gucken. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Shotgun-Munition schon kann. Muss man wieder aufpassen, wo man hinrennt. Ja, ich dachte ich auch gerade. War auch schon mal in so einem Loch drin gewesen. Freiwillig oder? Shotgun Slugs machen. Nee, nicht wirklich. Ja. Ich bin. Dafür müsste ich auch die Shotgun Munition. Weil du irgendwie suchen gegangen und auf einmal. Bock. Abwehr. Das ist Hui. Ich hab nur erzählt, wie ich in das Loch gefallen bin. Beim Livestream. Ach so, ja. Nee, das war lustig. Flup, weg war er. Flup, weg war er. Wurde hinten in den Schweizer Käse reingelassen. Ah, Zombies! Ombi! Ombi! Schreit wie ein Mädchen, ey. Nee, dafür müsste ich, glaube ich, noch ein paar Frequenzen höher gehen und das würde euch allen die Trommelfälle kosten. Ach. Vor allem wird's das dein Mikro kosten. Hat's das nicht schon? Ach ja. Kippe Bier und zocken mit den Kollegen, was gibt's für ein Feierabend Besseres? Muss man doch jetzt mal neidlos anerkennen. Crap. Nicht dauernd dabei sterben. Details. Kalipas, was kann ich damit anfangen? Kalipas? Genau das Ding brauchen wir, das muss in die Schmiede. Hat er eine Kaliberzange gefunden? Ja, er hat eine Kaliberzange gefunden. Das ist eines der drei Werkzeuge, die du in der Schmiede benutzen kannst.
Und glaub, das brauchst du für Bullet Cases. Unter anderem Stahlpfeile, Bullet Cases und ähnliches. Hast du schon getroppt? Ja. Hab ich sie dann schon? Nein. Wo ist die hin? Alter, wenn ihr die jetzt verloren habt, ne? Wenn die weggebackt ist, kotze ich. Kann sein, dass ich die auf die Treppe geschmissen habe und dann backt die. Nicht wirklich. Oh nee. Nicht wirklich. Ich guck noch mal mein Inventar ganz genau durch, bevor ich hier Scheiße erzähle. Nee, ich hab sie nicht. Ich auch nicht mehr. Oh nein! Oh, nee. Oh fuck! Fuck! Das Ding ist so ultra wichtig. Und das ist so what scheiße mein, selten. Wenn du jetzt mal in die Schmiede gehst, oben links siehst du nämlich da, wo der Anvil ja. ist. Wir haben den Anvil und dieses Dice and Die Tool Set und in der Mitte diese Kaliper, die fehlt. Die brauchen wir nicht mal die Treppe abbauen und gucken, ob die Fleisch da drunter liegt. Das wird ewig dauern, die Treppe jetzt abzubauen. Was für eine Treppe, die da? Komm. Ach, was eine Kacke. Was ist die da? Warte, geht mal weg! 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 Sieht nicht so aus, oder? Ne. Die ist nicht mehr da. Gibt es doch nicht. Scheiße. Oh Mann, Jungens. Mädel. Was macht ihr nur? Ein Traum. Oh Gott. Da findet man den Scheiß, ne? Und dann wird er durch so einen Blödsinn verloren gegangen. Ist doch. Ja, und ich habe immer noch nur meine Rohrbomben. Ach, armer Junge. Ah, hier so ein Tool-Ding habe ich übrigens auch. Tool-Ding? Mach in Zukunft einfach alles Wichtige in eine Kiste, bitte. Ja. Tool and Die Set. Du siehst so aus wie so ein mexikanisches Gangmitglied, Baldo. Ja, Tool and Die Set. bekommt das haben wir schon. Achso, das haben wir schon, ja. Aber wir machen halt immer, ja, eh nochmal eine. Heb's trotzdem auf, das Zeug ist nämlich auch verdammt selten. Ist in der Supply-Kiste. Supply-Chest. Ja, ist hier in der drin. Time! Nanu, warum ist denn bei mir die Konsole angegangen? Manchmal passiert das, dann fängt das Ding einfach random anzugehen. So, ja, jetzt nochmal loslaufen, Loot nehmen, ne? Nee, nicht wirklich. Zeit. Nee. Besen. Geht vorbei. Ausnahmsweise. Zack. 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 Oh, wir haben gar nicht mehr so viel Scrap. Ja, aber das kannst du ja wieder herstellen, das ist das geringste Problem. Ach, du machst schon Forged Iron, okay. Kommt dann hin. So. Gut. Na. Schon wieder was vergessen. Vergessen wir irgendwas. Hä? Ja, beim Inventar. Irgendwie zappelt mein Charakter gerade so ein bisschen rum. Alter.
Genauso. Zack. Auf Facebook hat uns übrigens einer unserer Liker darauf aufmerksam gemacht, dass wir bei Drunk Borderlands wohl tatsächlich besoffen waren. Ach echt? Wer hat die Thumbnails gemacht? Ich glaube, derjenige hat nämlich Sanctuary falsch geschrieben. Nee, da war ich nicht schon, als ich das geschrieben habe. Rechtschreibung war noch nie mein Fall. Dann ist ja. Es mal, das Witzige ist, mir ist es im Namen der Datei aufgefallen, mir ist es aufgefallen beim YouTube-Titel, aber gerade da ist mir es nicht aufgefallen, super. Ach, weil du... Ja. Oder war es der YouTube-Titel auf jeden Fall, irgendwo hast du Sanctuary geschrieben statt Sanctuary. Ja, das ist dann bestimmt der... Commander hat mich drauf aufmerksam gemacht. Ja, ist immer schnell, das ist dann mit Sicherheit das Thumbnail, das ich falsch geschrieben habe. Sanctuary. Sanctuary! Ja, es fehlt ein N. Thanks you very much. Thank you very much. Ja, da muss ich ja sagen, das hat mich sehr, sehr, sehr im tiefsten Innern doch ganz schwer erschüttert, als du mir geschrieben hast, Zinni, dass du das Spiel noch nie gespielt hast. Ja, ich hab's halt schon ewig auf meiner Liste. Ja, du könntest ja bei uns mitmachen. Ich bin nachgerade entsetzt. Du musst nee. Auch nichts, du musst auch nichts trinken, du darfst. Ja, aber dann halte ich euch nicht aus. Dann darfst du uns. Das kann ich manchmal auch nachvollziehen, Zinni. Also wenn ihr trinkt und ich nicht, dann Ja, dann trink doch mit. Wo ist das Problem? Das will ich nicht. Trink doch mit. Ja? Das will ich nicht auf YouTube. Trink doch eine mit. Stell dich schnell so an. Hast du Angst, dass du sonst, anders hab ich die sonst? Nö, ich weiß nicht, irgendwie... Ja, das war ja bei uns auch eine Schnapsidee. Was ist denn das Wort? Das war eine Schnapsidee. Okay. Ne, ich weiß nicht, es sind sehr viele junge Leute auf YouTube unterwegs und ich denke halt einfach, da sollte man denen nicht so ein Beispiel bieten. Wenn ihr das machen wollt, will ich euch da auch gar nicht verurteilen, Beispiel nur ich mach's wirklich, halt. Also. Ich scheiß auf meine Vorbildfunktion. Ja, das, So viel dazu. Wie gesagt, ich verurteile euch da überhaupt nicht, aber ich will's halt persönlich nicht machen. Doch gar nicht. Das ist der Zinni spielt einfach nur noch so mit uns, in Wirklichkeit verurteilt er uns. Nein! Nee, ist ja kein Problem. Wir haben ja auch selber nochmal gesagt, es ist ab und zu ganz witzig, mal einen zu trinken, vielleicht auch mal einen über den Durst, aber exzessiver Alkoholkonsum ist halt einfach sehr riskant und der Gesundheit schwer abträglich. Das muss nur wirklich nicht sein. Vor allem muss man halt aufpassen. Also es ist anfangs mag es vielleicht ganz lustig sein und das geht auch noch, aber irgendeinem Punkt gibt's dann ist es zu viel. Dann braucht man nämlich nur noch Scheiße. Genau, zum Beispiel, ist es für keinen zum Beispiel wechselt man dann nach dem Let's Play den TeamSpeak Channel und schreit alle anderen zusammen. Da wird es dann peinlich irgendwann. Ja, habe ich mir sagen lassen. Das soll schon mal so vorgekommen sein. Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin am Überlegen, dass ich vielleicht sogar komplett aufhöre, Alkohol zu trinken, weil ich leider im Bekanntenkreis jetzt was ganz Schlimmes passiert ist. Und. Ja, sowas ist da nie schön. Also das ist halt immer so die Sache, ne? Wenn man das für sich selbst entscheidet, ist das gut. Ich könnte mich dafür nicht entscheiden. Dafür mag ich alkoholische Getränke zu gern, aber Gesagt. Da kann ich nicht mitreden. Wenn man da irgendwo, es steht ja auch so schön auf jeder Flasche und mittlerweile auch jeder Plakatwerbung, Alkohol bewusst genießen. Ja, für mich ist also man kann da bewusst das verantwortungsbewusst weg, das ist noch so ein kleines Problem, aber... Also der menschliche Körper hält sehr, sehr viel aus, aber man kann sich auch locker mit Mitte 50 totsaufen. Du nicht kannst es auch mit Mitte 20. Aber... Das ist kein Problem. Meine Werkzeuge haben mittlerweile gute Qualität. Super. Sehr schön. Na, das wurde aber mal Zeit, ne? Mit Mitte 20 ist es halt so, dass man dann an einer Alkoholvergiftung sterben kann, aber... Doch. Doch, natürlich. Ja, meine ich ja. Kann man. Ja. Aber dann so mit Mitte 50, dann ist es so, dass man halt so den Körper so geschunden hat, dass es halt... einfach Organversagen gibt und alles Mögliche. Du, das kriegst du auch hin, wenn du es massiv übertreibst mit viel früher.
Das ist kein Stress. Und dann kommt ja noch mit dabei, dass der Körper von Person zu Person unterschiedlich aussieht. Ja, ja. Ja, klar. Also nicht jeder hält gleich viel aus. Ja, das also das ist, jo. So, und dann kommt ja nicht nur dabei, dass du deinen Körper kaputt machst oder dass du eine Alkoholvergiftung kriegst. Du brauchst einfach nur Scheiße zu bauen. Ja. Dann ist es auch vorbei. Zum Beispiel besoffen Auto fahren. Ja. Tja. Und irgendwann verlierst du halt die Hemmung für alles, ne? In dem, zwischen dem Ort, wo ich wohne und dem Ort nebendran, gibt es so eine kleine Schleichstrecke. So, und da war es halt eben mal so gewesen, der wird gerne benutzt von Betrunkenen, um zu Fuß nach Hause zu gehen. Weil die nicht an der Hauptstraße vorbeigehen wollen und es zwischen unseren beiden Orten noch eine Strecke gibt, wo du nicht vernünftig gehen kannst, ne? So, da ist er halt nach Hause gegangen und ist dann auf der Strecke eingeschlafen. Hat sich hingelegt und hat geschlafen. Auf der Straße? Ja, es war ja ein Schleichweg, so ein bisschen abseits davon. So. Okay. So, das Problem dabei war aber, dass ein betrunkener Autofahrer gekommen ist. Oh je. Wenn zwei Betrunken aufeinander stoßen. Ja, so, der, sagen wir mal so, der ist mit dem Reifen über etwas gerollt, das definitiv finito beschert. Das lebenswichtig ist, ja. Ja. So, und da war's vorbei. Das ist genauso blöd. Ja. Ja, so, wir haben aber, wir sind so schlau, wir fahren auch nach diesen Aufnahmen nicht mehr. Wir machen die normalerweise abends, wenn wir sowieso zu Hause bleiben. Und wie gesagt, wir sind dann ein bisschen angetüdelt, aber wir sind nicht vollständig besoffen und normalerweise ist der Abstand zwischen den Aufnahmen auch groß genug, dass man das verkraften kann. Ja. Also wir sind jetzt nicht so, dass wir uns da jeden Tag heillos besaufen und schon 26 Folgen im Voraus haben und die schwersten Alkoholiker wären. Das ist, ich meine, wir gehen alle gerne feiern und haben da schon so unsere Erfahrungen gemacht. Ich meine, es hat bestimmt auch, sag ich mal, 80% der Menschen, die hier leben, haben sich bestimmt schon mal einen vollständigen Blackout gesoffen. Ich bin da auch keine Ausnahme. Aber danach weiß man normalerweise, wo die Grenzen sind und überschreitet die dann auch nicht mehr unbedingt. Oder nicht bewusst. Nicht, es gibt genug, es gibt auch ein paar, die bewusst überschreiten, ne? Ja, gut, das stimmt. Na gut, aber trotz Moral, ne, Folge ist zu Ende. Okay. Bitte eine nur die Moral in der Folge. Das war dann mal ein schweres Ende. Ja. Vom Thema Moral von der Geschichte. Ah ja, manchmal muss man auch einen Bildungsauftrag leisten. Ja, manchmal muss das sein. Aber um Wilhelm Busch zu zitieren, ne? Es gilt der Brauch von Alters her. Wer Sorgen hat, hat auch Likör. So, in diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, lasst uns noch einen Daumen nach oben da. Ihr dürft uns auch gerne abonnieren und mal in unsere anderen Projekte reinschauen. Auch auf Facebook, Twitter und im Fall von Cindy auch Instagram, wenn ich es richtig im Kopf habe. Genau. Schaut auch gerne mal beim Cindy vorbei. Der freut sich bestimmt auch über Likes, Kommentare und Abos. Wir sagen bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Bis dann. Tschüss. Ciao.